Mehrkampf Schweizer Meisterschaften Tag 1. Les Championnats Suisse Multiple Indoor. Première Journée. Simone Ammer, klarer Sieg. Wunderlin auf Platz 2. 6,81. Dino Wunderlin 6,99. André Oberholzer 7,14. Super gemacht, André Oberholzer. 7,45 Meter für Lino Wunderlin. Hausrekord pulverisiert. Simon Ehammer. Allez, tous avec lui. Alle mit ihm. 7,80 Meter. Simon Ehammer, wieder weit, vielleicht noch weiter. 15,31 Meter für den Junioren-Europameister. Eine Steigerung von 2 Meter und fast 40 Zentimeter gegenüber 2020. Viel, viel trainiert und jetzt zahlt sich aus, dass man das gemacht hat. Überlegen! André Oberholzer. Simone Hammer. Und er schafft es! Tag 2 bei den Männern. Disziplin Nummer 5. Simon Ehammer auf Bahn 4, sehr schnell gestartet. Was sagt die Zeit? 7,88. Ja, der Start ein bisschen verpennt, ein bisschen zuckt und ja, der Lauf sonst ist eigentlich ganz okay gewesen. Versuch Nummer 2, 4,70 Meter. Leider nicht. Noch eine Chance, alles oder nichts. Mit der Musik. André Oberholzer. Der Sprung seines Lebens bis dahin. 5,20 Meter. Und er fliegt drüber! Und Simon Ehammer, der Erste, der gratuliert. So ist unsere Sportart. Ich gewinne sehr gerne. Ich weiß noch nicht, ob ich gewinne. Ich bin, glaube ich, vorne momentan. Aber ich will nicht auf so eine Art gewinnen. Und ich wünsche ihm alles Gute, dass er das gut verkraften kann. 1000 Meter. Matthias Steinmann. Und er macht den Rhythmus für André Oberholzer. Perfekt auf Touren. Es gibt eine Lücke. 5 Meter, 10 Meter. Und jetzt wird André Oberholzer wieder schneller. André Oberholzer gibt alles. 2,50, 20 für André Oberholzer. Und das ist Schweizer Rekord im Mehrkampf. Ich weiß nicht, was sagen, es ist so schön. Ich habe meinem Coach vor einem Jahr gesagt, wo der Simi da den Schweizer Rekord gemacht hat, den hole ich nächstes Jahr. Und ich habe es geschafft. Es ist so auf extrem coole Art und Weise entstanden, aber es ist einfach cool irgendwie. Ich weiß nicht, was sagen. Es geht mir eigentlich nicht mal darum, ob ich Zoberst oder Zweitoberst bin oder Dritter. Ich habe die Freude an der Leichtathletik und es ist so schön.